Jo. Ja, oh, es ist Freitag, es ist Geogesserzeit. Willkommen zurück zu einer weiteren Off-Himmel-Folge. Mit Starwolf. Hallo. Mir, dem Patrick und... Nee. Neuzugang. Hallo, Papst Johannes Paul II. Hier. Oh, eure Exzellenz. Ich hab was vergessen. Scheiße. Ah. Warte. Führe mich auf den Weg zum Herrn. Ja, ich habe jetzt gedacht, in den letzten Jahren, da kann man auch noch ein bisschen Geogesser spielen. So, ich brauche jetzt von den ersten Sekunden brauche ich jetzt deine TS-Spur. Okay. Ich habe OBS nicht gestartet gehabt. Juhu! Yeah. Egal, jetzt sieht man mich. Map, heute, was hatte er? World. World, ja. World, ganz einfach World. Wir starten schön. World. So und nicht anders. Also die Off-Himmel World Map startet. Off-Himmel, genau. Ja, Off-Himmel kommt von mir. Trademark bei Star. Kurz, I speak very good English. Ja. Mit I, English. Start Challenge. In 3, 2, 1, go. Afrika! Ein Wohnwagen. Der ist aber schön. Haben die in Afrika Wohnwagen? Oh, bestimmt. Nee, das ist zu modern für Afrika. Also sieht allein Amerika das, aus. Ja, ich wollte gerade sagen, allein der Wohnwagen sieht für mich schon amerikanisch aus. Auch das Flachhaus da gegenüber und dieser Wände. Ja, haben. Und auch die Straßenzeichen. Und hier? Auch die Straßen. Point Lobos. Hier sind Leute. Cool. Da steht ein Schild, aber ich habe keine Ahnung. Ja, sieht aber relativ vornehm aus, möchte ich mal behaupten. Ist irgendwie ein Vorort oder so, ne? Wo krieg ich unten da diese weißen Leiste weg? Nee, ne? Nee, dafür müsstest du Pro kaufen und das kannst du nur mit Kreditkarte. Ach so, ach ne, scheiße. Alles schön ausprobiert. Blackfoot. Oh, jetzt bin ich hier. Straßennamen habe ich schon mal, aber ich habe noch nicht mal ansatzweise ja, Stadt oder so. Ja, Straßennamen habe ich auch nur. Wo ist die Straße? Hier ist Dead End. Dead End, das hört sich gerade so ein bisschen an wie auch Blackfoot wie in Red Dead. Nee, Dead End ist Sackgasse. Ja. Ach so. Ach ja. Hier steht ein Mustang. Roter. Oder steht eine Ram? Okay, das ist. Ja. Hier kann man nirgendwo hin. Das habe ich aber schon mal gehört, was hier steht. Point Lobos. Weißt du Bescheid, ne? Ja. Oh, raus aus dem Gebiet, dankeschön. Denke ich mir auch gerade. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung. Ich auch nicht. Huch! Was ist? Mitten in der Stadt, auf einmal. Hey. Oh, da will ich auch hin. Ich auch. Warte mal, das Mesa Verde, das kommt mir alles so mega bekannt vor. Links oder rechts? Okay, ich weiß schon mal, in welcher Stadt wir sind. Wo sie es nur finden. Bekannte Stadt oder eher so nicht so? Oh, hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ah, okay. Ach, ich habe auch toll, jetzt habe ich auch mit diesem Blackfoot gefunden. Da ist das ist halt auch geil in Amerika mit Springfield, ne? Springfield ist, glaube ich, 30 Mal oder so die Stadt. Ja. Aber es gibt nur ein richtiges Springfield. Vorortiges ist das. No Outlet, was heißt No Outlet, dass man nicht mehr rauskommt, ne? Zwei Dodges in der Einfahrt stehen. Natürlich. Nein, ich bin zurückgelaufen. Wenn ich das finden würde. 2,5 Minuten? Irgendwas, ich hab nicht mal einen Ansatz. Kravitz. Dick Kravitz.
Hast du da echt Glück gehabt? Ich weiß nicht, wie man hier rauskommt aus dieser Ja, Kugel. ich hatte echt Glück. Ich habe eigentlich nur komisch getippt und dann stand ich auf einmal mitten auf einer großen Kreuzung. Komisch getippt. Klick. Oh. Ich finde hier auch Oh, nur so oh, normale oh, Autos, keine irgendwie Trucks oder was auch immer, wo irgendwie Werbung draufsteht. ach so, sowas meinst du? Ich wollte gerade sagen, weil Trucks und Pickups sehe ich jede Menge. Ah. Gott, das habe ich. Bin auch raus. Ah, ich bin raus. Ja, im Sackgassen. Ich bin nur in Sackgassen. Where is Verizon? Ach ne, das hat das, das ist ja. Well, ja, das ist nur eine Tanke, ne? Hier stehen zwei Tanken direkt nebeneinander. Marble Road. Shut Ich dumm und dämlich. Ich habe eine Vermutung. Oh! Ich auch. Da steht ein Name auf dem Truck, nur ich weiß nicht, ob das passt. Nur 40 Sekunden. Ich würde schon mal irgendwo zumindest hinsetzen. Wir schon mal. Jetzt bin ich auf der richtigen Straße. Fuck me. 15 Sekunden. Ich mach Guess. Ach komm, hier Mac Guess. Boom! Ui, 341 Meter. What Was? the fuck? 1500 Kilometer. Wir waren in 78, Jacksonville. 78 Kilometer. Ich war kurz drunter, ich war da drunter. Ich habe die Stadt nicht gefunden, gar nichts. Ich bin einfach nur die ganze Zeit in diesem Vorort. Jetzt gerade bin ich auf die Hauptstraße Nee, da gekommen. stand dann einfach irgendwo ein Betonbüschel, da stand Florida drauf. Ja. Ja, bei mir stand Jacksonville irgendein Banker-Ding. Ah, Jack, vielleicht das habe ich bestimmt auch gelesen und ignoriert. Weil mit Banker habe ich auch irgendwas gehabt. Ich bin so ungefähr 6 Minuten durch Monheim gefahren und dann irgendwann auf einer Durch Hauptstraße Mannheim? ausgekommen. Durch In Monheim. Mannheim. Na egal. Gut. Play next round. Jo. Das war von nix. Russland! Oh, mitten im Nirgendwo. Erstmal die Klischees auspacken. Man sieht nichts, es ist Russland. Die Straße, die kommt mir allerdings hart bekannt vor, wo war so Deswegen ein. ja, Wo war so ein. wo ist die Bushaltestelle? Ja, genau. Nee, besser nicht, da muss ich wieder verpixeln. Ja. Was du übrigens nicht getan hattest. Doch, habe ich. Ja, aber nicht komplett. Scheiße, habe ich doch was vergessen. Ja, man hat es eine Hi. Zeit lang gesehen. Ach, egal. Gehört zur bildenden Kunst, also das passt schon. Oh, hier steht auch ein Dodge Ram. Ja, hier stehen verdammt viele. Ah, ne, der Ach, ein folgt einem, glaube ich. wollte sagen, komme ich nicht weiter, oder? Ja, das ist. Ne, weil die Autos ja einfach irgendwie Ach, lol, der Dodge mitfahren. Ram ist die ganze Zeit neben dem hergefahren. Ich gehe nämlich Ja. nach hinten. Ne, da steht auch einer an der Seite. Ein roter. Fords und Dodge, jede Menge hier. Das ist Vor allem, ja. das ist eine Einbahnstraße, eine zweispurige. Ja, auf die. Andersrum geht's dann links, daneben. Da ist dann. Problem ist halt, du hast da in dem Land weit keine Schilder. Wir sind nicht in der Wüste. Auch nicht in den Bergen. Halt. Boah, so gefühlt kommt man hier nicht weit, weit Ja, genug, das wenn du ist. klickst. Dauert so lange. Jetzt ist Sehe der ich Dodge gar vor nichts. mir. Unverschämt. Ah, Schild, 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 zurück. Außer weißes? Nee, ein grünes. Ich hab's aber verloren. Ah, Ich habe gerade da. Augenschild gesehen, das war nur Wow. Werbung. Bringt mir gar nichts. Und noch ein Schild. Jetzt wird's aber kriminell. Ja?
Nee, geh mal weiter. Nee, warte mal. Was? Häuser? What? Was gibt es? Bestimmt wieder in die falsche Richtung. Toll, da steht wieder Kacke. Jetzt habe ich so ein LKW gefunden, das ist einfach nur weiß. Perfekt. In welche Richtung bist du gelaufen, dass du Häuser gefunden hast? Kannst du nicht sagen. Also ich bin einfach gelaufen. Ich bin nach hinten gegangen, in die Kurve rein sozusagen. Ah, Silos. Ich sehe Strommasten, das hilft mir auch nicht. Ja, die sind, glaube ich, die ganze Zeit schon da. Ich hab Silos, aber das bringt mir nichts, weil... Das wurde mit der Kartoffelkamera alles aufgenommen hier. Ah, ich habe eine Ranch gefunden, den Namen von einer Ranch, aber ich glaube nicht, dass die Ranch auf... Molly Rosa. Der Map vermerkt ist. Das ist hier mitten im Nirgendwo. Ich hab was. Wenn er mir jetzt noch sagt, wo das ist, dann bin ich zufrieden. Name? Sage ich das? Ja gut, Rush Lake. Rush Lake. Ja, dann kann ich auch sagen, hier Forster Ranch. Mach ich Forster Ranch, ja, die werdet ihr am Rush Lake bestimmt nicht finden. Nee. Rush Lake. Nix. Hier stehen 1000 Schilder. Rush Lake, bitte jetzt hier rechts abbiegen. Wenn du das nicht tust, dann... Gut. Hier ist tatsächlich Zivilisation. Nee, sowas gibt's hier nicht. Doch, hier, nicht ist ein, hier ist ein Ort, der nennt sich Herbert. Feuerstein. Oh, da steht Fred. Was. Fred. Herbert. Ach, also Herbert. Verdammt. Oh. Oh. Das ist interessant. Hat da wer einen Hinweis? Ja, das. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mich jetzt da komplett Dass man hier nicht mehr irgendwie den Straßennamen findet. Ich brauche nur Town den Straßennamen. Of Herbert. Die heißt tatsächlich Herbert, die Stadt. Ich weiß nicht, welcher Bundesstaat das ist. Würde schon reichen, wenn du siehst, das ist die 45er Straße oder sowas, dann kannst du dir wenigstens folgen auf der Map. Wenn du weißt, wo sie ist. Ja. Weil die da halt ziemlich lang und ziemlich gerade aus, das müsste bestimmt schon eine größere sein. Ich habe echt keine Ahnung. Wir haben noch eine Minute. Tippe auf North Dakota. Geht im Mund den Weg, das bringt doch alles nix. Was sieht Dakota? Verdammt. Da lang? Wo ist Herbert? Noch 30 Sekunden. Herbert, ich hab's. Ha! Doch viel zu krass. Rush Lake, jawoll! So. Alter, wo sind wir? Boom! Kanada. Ach du Scheiße. Ich hab so ein Schild gefunden mit einer 1 und im Hintergrund so ein kanadisches weißes, dieses Ahornblatt. Dann hast du auch noch gefunden, wo das ist? Ja, ich bin einfach der 1 gefolgt, stand irgendwo in Herbert, Rush Lake und so. Der 1 gefolgt, warum wusstest du, dass die 1 ist? Weil das auf dem Schild stand. Da stand hier Westen, Route 1 mit dem Ahornblatt im Hintergrund. Und die haben halt in Kanada diese... Nee, das Schild habe ich überhaupt nicht gefunden. Ich bin 8 Kilometer weg. 250 Kilometer. 2000. War jetzt Glück, dass das Schild kam. Ja, 5 Sterne, ne? Ich habe 4 gegeben. So, play next round. Toll. Kanada. Eine riesige Solaranlage. Ja. Deutschland. Nee. Der LKW sieht ein wenig strange aus. Geil. Sieht aus wie Polen.
Lol. Wenn ihr am Start seid, müsst ihr mal in die Richtung gehen, wo das rote Kompassmädchen ist. Tschechien sind wir. Dieser rote LKW, der ist einfach nur awesome. Ich bin in die andere Richtung gegangen. Vom Start aus Straße Richtung des roten Kompassnädelchens. Also, ja, der normale 40-Tonner. Truck, wenn du mal ins Fenster guckst, wie der Beifahrer da am Chillen ist. Aber das, was da draufsteht, das hat schon mal ein bisschen geholfen. Ja, das ist eine Sprache. Das ist Drigigdi. David Polanski oder irgendwie sowas. Polanski. Aber das sagt Tschechien, ne? Vielleicht. Auf jeden Fall, die Straßenschilder sind das sehr europäisch. Kennt jemand Radio Brno? Brno ist so eine Strecke. Ich meine auch. Weil da stand Radio Brno. Hat mit der Strecke wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu tun. Aber wahrscheinlich gibt es einen Ort, der so heißt. Warum sein? Ich kann aber Brno. Aber Radios zuordnen. Sind ja teilweise recht weit weg. Ja, das stimmt schon. Aber ich sehe Zivilisation. Ja, ich bin schon lange in einem Ort. So. Boah, da steht ja richtig viel. Kann diese Wobei Russisch ist es auf keinen Fall. Nö. Nö, so selbstverständlich. Sag mal, warum verpixeln die alle Schilder? Weil es dann zu einfach wäre wahrscheinlich. Nastabovi Studio Matrubu. Die haben ein Kaufland. Ja, den Namen habe ich auch gefunden. Aber allein wie die hier Äpfel an der Straße verkaufen oder was das ist, ey. Ja. Das ist schon speziell. Aber hier ist es dann auch nicht. Muss ich nur die Stadt finden? Das ist keine Stadt, das wird ein Dorf sein. Dann muss ich das Dorf finden. Viel Spaß. Ich habe mittlerweile schon, ich glaube, 6 oder 7 Dörfer gesehen hier oder Städte, die sich ähnlich. Ja, prima. Die so ähnlich geschrieben sind. Also brauche ich das gar nicht erst probieren. Ja, ich bin jetzt erstmal in der Großstadt. Ey. Großstadt? Sieht aus wie eine Großstadt, ja. Achso, sieht aus. Das ist schon. Das sind schon ziemlich viele Häuser. Razika, Tirskana, Shiki. Blatnika. Jugendzentrum. Was? Nee. Jungmamova. Autobatterie. Neumatiki. Autobatterie. Nein, ich mach mich nicht über andere Sprachen lustig. Hört sich aber lustig an. Penny! Die haben Penny! Lidl! bringt mir trotzdem nicht. Kiow. Wo ist Kiow? Nerudova, Nemonice. 2 Minuten. Kiowa, Govici. Ein paar Ürei ist, dann könnte es in der Türkei sein. Wo ist das? Also das Land weiß ja nur mittlerweile, oder? Ja, das Land ist... Ist das Land so sicher, so safe? Ja. Ja, doch. Weil alles, was mit kyrillischen Sprachen zu tun hat, kannst du schon mal rausschmeißen. Dann bleibt eigentlich nur noch 2 übrig. Eins davon passt meiner Meinung nach nicht. Kultur haben sie auch, ja. Zurück, wo war das? Welches passt denn deiner Meinung nach nicht? Das andere. Muss ich kurz Polen. Ja, das passt doch nicht. Polen passt nicht. Kann eigentlich nur, was haben wir, Ukraine? Nee, Tschechien, Entschuldigung, Tschechien sein. Ich kann dir auch sagen, woran ich es erkannt habe. An der Schrift vielleicht? Nee, ich habe ein Schild gesehen, da stand eine Webadresse. Ah, mit CZ. Auch. Ich bin jetzt beim Lidl. Das könnte auch ein deutsches Dorf hier sein. Ja. Das Ding heißt Wilkos. Ah, CZ habe ich jetzt auch gefunden. Das Örtchen nennt sich Wilkos. Wir sollten mal gessen, wir haben noch 27 Sekunden. Mhm.
Wir tippen mal da. Make es. Ach, 92 Kilometer. Echt? Make es. Auf der anderen Seite von dem Ort. Ich war im Nordwesten von Brünn, das Ding ist im Südosten. Hey, was? Ich war auch im Nordwesten von Brünn. Auch der, ja, weil ich nicht auf Guess geklickt habe. 17.000 Kilometer. Ich Idiot. 145. Oh, ich habe weiter geklickt. Play next round. Australien. Dein Einsatz. Danke. Ich habe zwar jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast, aber. Australien. Ah, Australien. Oh, die Bildqualität ist so. Ja, ey, das dachte ich ja, auch. Ja, die ey. Ist etwas. Kamera aus von 1867, ey. So wie das hier schon wieder gerade ausgeht, das könnte. Aber es ist schon krass, da steht so eine richtig geile Villa mitten im Nichts. Ja, ein paar Meter weiter kommt nochmal eine. Wie schnell klickst du bitte? Komm ich gar nicht hinterher. Du darfst doch nicht wie. Ich hab einen Autoklicker an. Nicht immer W drücken, das bringt nicht viel. Alter, das ist ja das ist so Ruine. School ist das hier. Bus Stop Ahead. Was, Ghoul? School. Schulhaltestelle. Kuhhaltestelle? Eine Schulhaltestelle. Ach, oh, hör doch mal zu. Hab ich doch. Spreche ich so undeutlich. Schulhaltestelle, ja. Okay. Da kann, du kannst nichts erkennen, das ist einfach alles. Die brauchen da nichts zu verpixeln. Ne? Ja, das sieht aus wie, weiß ich nicht, Fotos aus den 80ern oder was. Oh, 70. Warte mal, ja, jetzt bin ich abgebogen, jetzt passt es. No passing when... irgendwas. Nichts drunter vorstellen. Ja, so ein... Guffeltown Highway. Australien ist es schon mal nicht. Da sehe ich doch was. Dead End. Schon wieder so ein totes Ende. Boah, die Schilder, die kannst du ja mal null lesen. Das ist so verpixelt. Pro, was steht da? Antioch. Wir sind in der Schweiz. Wie könnt ihr das lesen? Nee, ich bin woanders, da ist die Qualität wieder gut. Das ist niemals in der Schweiz. Ach, das war nur ein Witz. Eine von den Straßen ist so groß wie die ganze Schweiz. Ja. Also, da war auch tagelang gar nichts. Ja. Yes. Da kommst du doch als Google-Fahrer. Low or soft shoulder. Leicht oder schwere Schultern? Mm. Roadwork. 50, 100 Meter. Low or soft? Ach, wir sind gleich. Ich hab das Schild gerade auch gefunden. Wir müssen als nächstes ein oranges kommen. Ja, ja, das waren die. Und dann geht's in eine leichte Linkskurve. Man sieht nicht, wie weit man vom Startpunkt entfernt ist oder so, ne? Nee. Müsste ein weißer Pickup demnächst kommen. Oh, dicke, fette Kreuzung. So, jetzt geht's los. Hier steht, verdammt. Nee, ich glaube, wir sind nicht in der gleichen Richtung. Nee, dann glaube ich es nämlich auch nicht mehr. Da steht doch was, so. Wo ist dieser Hickway? Gemacht. Das kann doch nicht sein, ich finde nix. Ich bin blind. Ich auch nicht, Dave. Ich auch nicht. Ja, auch nicht. Amerika hat keine Highways mit einem E hinter, ne? Weiß ich nicht. Wie meinst du das jetzt? Ja, halt E, also zum Beispiel 110E oder 90E. Ach, ja, das kann sein, weiß ich auch nicht. Wenn ich das Schild sehen würde. Da steht HWY32E. So viel kann ich ja sagen. Also ich habe jetzt ein Schild. Vielleicht heißt E aber auch Ost.
Das könnte Ich habe sogar ein ein Schild ganzes gefunden mit Gebäude School Bus Stop Ahead. sein. Von denen habe ich schon 10.000 gesehen. Ich bin wahrscheinlich eh wieder viel zu langsam. Das hat nichts mit zu langsam zu tun. Es kommt darauf an, wo du langläufst. Ja, aber wir haben ja nur eine Straße, ne? Also entweder links oder rechts sozusagen. Ja, aber es kommen genug Kreuzungen, also. Steht was, aber. Da steht was, aber da kann man. Patrick hat auch gedacht, dass wir auf der gleichen sind und wir sind völlig anders. Weil ich bin nicht an der Kreuzung angekommen. Ja. Ich jetzt in diese Richtung weiter. Ach, da hinten ist es ja nichts. Davon jede Minute. Eine Minute? Ist das? Wo soll das sein? Da. Ha. Schild! Da steht was. Open Sunday through Friday, drop. My aid. Hä? Oh, ein Umspannwerk. Ich hab echt keinen Plan, wo wir sind. Wir haben noch 30, noch 25 Sekunden. Ja, das ist. Das wird jetzt einfach. Ich hab das Gefühl, dass es nicht Amerika ist, aber ich tippe Amerika. 2400 Kilometer, perfekt. Make guess, oder? Ja, make guess, so. Fuck. Make guess. 1200 Kilometer. 1720. Oh, wir waren über Jacksonville. Lol. Rockingham wäre der nächste Ort gewesen, oder? Ja. Ich habe gedacht, das ist mehr in dem unbewachsenen Amerika, ne? Das ist ja alles sehr, sehr graubraun. Ja, ich habe auch auf Arkansas getippt. Krass, ey. Oh, gibt 2 Sterne. Ja, maximal, ey. Maximal. Next Round. Next Round. Und oh, nö. Das ist doch direkt nebenan, oder? Afrika, was? Nein, das hier ist Russland. Ach ja, das andere. Das andere Afrika, genau. Genau, das andere. Wo ist die Bushaltestelle? Ey, das ist ein Feldweg. Ja, das ist echt. Macht doch keinen Spaß so. Auch einfacher. Ich glaube, die Challenge oh, Autos, ist auch hart. Autos. Hier ist ein Auto. Die nächste Challenge wird leichter. Nehmen wir Holland, das ist mir scheiße. Also wer da 1000 Kilometer daneben liegt, der hat selber Schuld. Ja. Das Dorf, wie komme ich da hin? Bewegt mich gefühlt nicht von der Stelle. Vielleicht gibt es sowas wie Rennstrecken oder sowas, wenn man das gleich ja, besucht. Ja, gibt es. Wir haben eine unserer allerersten Maps war Formel 1 Tracks. Mhm. Auf denen wir eigentlich auf jeder Strecke 5000 Punkte hatten. Hatten wir ja, nicht auch eine Map, wo wir, die hieß Formel 1, aber irgendwie war da keine von irgendwie Formel 1? Hat man nicht auch NASCAR-Strecken hatten wir auch noch. Ja, okay. Ich meine, wir hätten auch mal irgendwo. Doch, wir hatten auch mal irgendwie sowas in England oder Schottland, so eine Strecke, wo wir nicht wussten, was das ist. Ja, das ich glaube, ja. Hier kommt echt tagelang gar nichts. Das ist so mega lame. Hier ist tatsächlich eine Bushaltestelle oder sowas. Das ist auch nur so ein Feldweg, ist das noch nicht mal geteert oder irgendwas? Der Nacht zur Folge könnte das echt Afrika sein oder so. Ich hab ein Schild gefunden. Ich auch. Oh. Ich nicht. Na, Starbuck, du hast schon gar nicht mal so unrecht, behaupte ich einfach mal. Gelbes, das Problem ne? ist, das Land ist verdammt groß. Hast du auch so ein gelbes Schild gefunden? Nee, ein blaues. Da und steht, Russland, wa? Das, ja, da steht oder drauf. Oder Ukraine. Warum findet ihr so überhaupt falsch rum ist NBAHOBKA. Der falsch rum Enz hat doch Russland, ne? Dann seid ihr am Anfang Richtung Bäume gegangen oder in die andere Richtung? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich hab mich ein paar Mal gedreht am Anfang sogar. Also das Schild bringt mir mal. Wir sind ich habe ein Schild gesehen bisher. In Russland sind wir. Wie gesagt, das muss nicht Russland sein. Die kyrillische Schrift haben einige.
Ostblock. Gefällt dir das Kasachstan. Besser? Aber welche? So, wie es da stand, glaube ich nicht. Wo ist denn Kasachstan? Da unter Russland. Boah, das ist der längste Feldweg aller Zeiten. Dave, das wird nicht besser. Es wird schlimmer. Das ist doch nicht normal. So was habe ich noch nie gesehen. So was will man nicht sehen. Müsste eins der großen Weltwunder sein. Also wie ja, das ernsthaft, das ist... Ich glaube, wenn du da einmal durch bist, dann hast du quasi eine Strecke wie Deutschland durch. Von oben bis unten. Nur so klick, du hast klick, nichts klick, gesehen. Klick, 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 vor allen Dingen, wenn ich mir das hier so anschaue, wer hat die ganzen Masten und Leitungen hier verlegt? So mitten im Nichts. Und? Wird schon eine Arbeit gewesen. Nächste Frage. Warum fährt der Google-Mann überhaupt lang? Hier ist doch nichts. Ja, Google muss alles kartografieren. Nächste Frage. Der Typ ist voll am Arsch, der die Dinger reparieren muss. Ey. Ich weiß hier uns nirgendwo. 15 hier, ganz Tage mal sein, lang. Kannst du mal Strommast 1378 reparieren? Ja, ich wollte es gerade sagen. Wo ist denn der? Ja, da, auf der Map so da. Irgendwo da in diesem Feldweg. 5000 Kilometer nach Osten. 4 Tage lang fahren. Hey, es gab eine Kurve. Hey. Du kriegst auch ein Firmenfahrzeug, hier ein Fahrrad. Ja, hier. Das ist doch lame, ist das doch. Kann ich mich nur anschließen. Das kann nicht sein, dass du so weit klicken musst, bis man irgendwo ankommst und dann schießt halt um. Da steht doch was. Ah, der Weg ist nicht mehr nur Matsche. Bist du eigentlich schon mal wieder auf geteerten Straßen angekommen? Nee, das ist so eine Mischung aus Erde und Wasser. Meine Steigerung ist jetzt schon wieder nicht mehr matschig, sondern harte Feldwege. Da steht ein Haus. Naja, Haus ist übertrieben. Hier kannst du wieder eine zweite Nordschleife hinbauen, die ist ja nix. Da kannst du ganz viele Nordschleifen hinbauen. Ja. Ist das ein Grenzübergang? Nein. Ich bin jetzt auf einem Feldweg, der wirklich nur noch geradeaus geht. Also, da ist... Ich mach jetzt ein Guess, ist mir scheißegal. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, eben, ich resigniere gerade. Oh, Mac. Make Guess. Ups. 1000 Kilometer. 2300. Also mit Kasachstan warst du gar nicht mal so... Ja. Verkehrt. Ja. Nee, ich don't enjoy irgendwas hier. Schau full results. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Starwolf, Sie haben gewonnen. Ach, mal wieder. Ja, mit über 2000 Punkten Vorsprung. Ja, ich bin knapp dahinter. Dave ist ganz knapp dahinter. Das war nochmal ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mir und ihm. Boah. Hast du denn die Punkte geholt, sag mal? Der 2. Auf den letzten beiden Maps. Ah ne, für 2 habe ich was gemacht. Auf den letzten beiden, vor auf der letzten. Ach, das ist alles wild, ist das. Wo bist du eigentlich eben gelandet? Im Norden, ne? Nordosten Russlands, so, ja. Ich war 3000 Kilometer. Ja, ja, ich hab untere Seite von Kasachstan, also falsche Grenzseite. Wenn es da 3 Milliarden Kilometer nur geradeaus geht und nichts da ist. Jetzt auf Refresh, oder? Nö. Wir wünschen den Leuten jetzt ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank. Wir würden sagen, bis zum nächsten Freitag. Bis zum voraussichtlich nächsten Freitag. Zur nächsten auf Himmelmaps. Hier bei Geogesser. Tschüss. Bis dann. Ciao.